liebe Schwestern und Brüder, wer hätte gedacht, dass Saarbrücken im Evangelium vorkommt? Burbach. Wir hier heute Morgen. Ja, Maria nennt uns ausdrücklich in ihrem Lobgesang, wenn sie prophetisch spricht, von jetzt an preisen mich selig alle Geschlechter. Also auch die in Saarbrücken und die heute Morgen in Burbach. Und überall da, wo man heute dieses Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel begeht. Und überall da, wo zu Hause manchmal im Stillen der sogenannte marianische Gruß gesprochen wird. Gegrüßet seist du, Maria. Überall dort sind wir eingesammelt in diese prophetische Schau dieser jungen Frau, die Gottes Wort hört und sich auf den Weg macht, bis sie diesen Weg vollenden darf. Und das feiert die Kirche, das feiern wir heute. Es ist ein Zeichen. Die Texte in der Liturgie sind voll von diesem Wort. Der offizielle Einzugsgesang zur Messe im Lateinischen heißt Signum Magnum, ein Zitat aus der ersten Lesung, aus der Offenbarung des Johannes. Ein großes Zeichen am Himmel. Und der zeitgenössische Priesterdichter Peter Gerloff hat das in dem Text aufgenommen, den wir zu Beginn gesungen haben. Du, Maria, bist ein Zeichen. Aber lassen Sie uns ruhig genau nachfragen. Wir sollen ja immer nachfragen. Wir wollen es schließlich genau wissen. Es gibt kein größeres Elend, als wenn man das denkt beim Glauben, ist alles in so einem merkwürdigen Nebel. Auch das wollen wir noch einmal erinnern heute Morgen. Glaube, liebe Schwestern und Brüder, schafft Klarheit. Glaube ist Durchblick. Nicht eine Nebelrakete, nicht ein paar fromme Floskeln und damit ist es erledigt. Was also ist das Zeichen, das wir heute sehen, das uns gezeigt wird? Vielleicht mögen Sie das Liedheft zur Hand nehmen. Ein Bild mag uns helfen. Es ist eine Ikone der Ostkirche vom heutigen Fest und die östliche Christenheit nennt es Entschlafung der Gottesmutter. Diese für uns zunächst fremdartige Bezeichnung hilft uns, einen ersten Schritt zuzugehen auf das Zeichen, das uns heute geschenkt wird. Das Zeichen, das erste Zeichen, das uns gegeben wird, ist der Tod. Die Apostel stehen rund um den toten Leib der Gottesmutter. Und die Ostkirche betet über diesem Bild. Wir haben es eben nach der ersten Lesung in diesem kleinen Gesang gehört. Du, die Mutter des Lebens, bist entschlafen. Wenn wir daran denken, wann wir zum letzten Mal vom Tod in unserer Umgebung gestreift wurden, konfrontiert mit Sterben oder vor einem offenen Grab oder, wie das immer mehr üblich wird, vor einer Urne, die ja geradezu ein Ausdruck der ganzen Armseligkeit nicht nur unserer Kultur, sondern auch des Sterbens selber sein mag, dann müssen wir dieses Zeichen ernst nehmen. Wenn ich eben vom Durchblick des Glaubens sprach, dann heißt es eben auch, dass das Zeichen des Todes in unserem Leben auch an einem solchen Fest nicht einfach vergessen, ausradiert oder unter den Teppich gekehrt wird. Es ist da. Und es mag Menschen geben, vor allen Dingen solche, die versuchen, geistlich zu leben, für die es keinen Tag gibt, ohne dass sie mit dieser Realität und dem Zeichen des Todes rechnen. Nicht in einer Todesverliebtheit, sondern weil es die Realität des Lebens ist. Benedikt schreibt in seiner Regel für den Mönch, er muss sich den drohenden Tod täglich vor Augen halten. Aber zur Realität des Glaubens gehört mehr. Dieses Zeichen ist unvollkommen. Es ist nur ein Bruchstück. Denn wir sehen an diesem Totenbett der Gottesmutter Christus, die sie, und das ist die Darstellung wie ein kleines Kind, die sie auf den Arm nimmt, als sie gestorben ist. Das heißt, für uns Christen besteht der Durchblick darin, dass uns heute in Erinnerung gerufen wird,
Darin besteht das Zeichen des Todes, dass es eben nicht ein Abgrund, ein leeres Loch, ein Ende, ein Schlussstrich ist, sondern der Tod ist Begegnung. Wir, die wir in Christus hineingetauft sind, im Wasser der Taufe hineingehalten in das Licht der Auferstehung, die er für uns erstritten hat, gegen den Tod. Wir haben das eben im Wort des Paulus gehört aus dem 1. Korintherbrief. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Und es gibt wahrlich viele Feinde des Lebens in einer immer mehr lebensfeindlichen Kultur. Und das mögen Sie vielleicht ein wenig für abseitig halten, aber es ist trotzdem eine interessante Beobachtung. Wenn man denen zuhört, die in der Kirche, und das gibt es noch, Sie dürfen jetzt nicht an Kinofilme denken, Exorzismen durchführen, dann sagen diese Priester, nie kommt aus dem Mund der Dämonen eine Beleidigung der Gottesmutter. Nie. Sie beleidigen Christus. Nichts ist heilig. Deshalb sagt die Ostkirche die Panhagia, die Allheilige. Keine Beleidigung aus dem Mund der Dämonen. Weil sie das große Zeichen ist, dass der letzte Feind schon besiegt ist. Dass der Tod Begegnung sein wird. Begegnung mit Christus. Und deshalb besteht dieses Zeichen im Geschenk der Freude. Dass wir nicht mutlos, verzagt, ohne Hoffnung, ohne Perspektive auf den Tod zugehen, jede Stunde, die wir leben, auf den Tod zuleben. Man kann das tüchtig verdrängen, ich weiß, aber es ist trotzdem ein Faktum. Und ob wir gesund sind oder mit manchen Malästen geplagt, wir gehen auf den Tod zu. Aber wir als Christen, liebe Schwestern und Brüder, gehen nicht verzweifelt auf den Tod zu. Wir gehen auf den Tod zu, die Realität fest im Auge, aber wissend, es wird eine Begegnung sein. Schauen Sie bitte noch einmal auf diese Ikone. Diese Begegnung, wie Christus in der kleinen Gestalt Maria in seine Arme nimmt. Das wird die Begegnung auch unseres Todes sein. Wenn wir auf ihn hinleben, wenn wir ihn glauben, wenn wir ihn ernst nehmen, wenn wir sein Wort hören, wenn wir dieses Zeichen sehen und annehmen wollen, dann wird es für uns zum Zeichen der Freude, zu einem Fest der Begegnung, zu einem Weg, der sich vollendet im Licht des Himmels, wie es uns die Gottesmutter heute zeigt und jedem und jeder von uns vorangeht.